Hallo Minecraft-Modder, ich habe jetzt mein erstes Video abgeschlossen, also mein erster Teil von diesem sechsten Video ist schon oben. Es hat das lange gedauert, bis dass ich jetzt das zweite mache. Ich dachte, ich warte einfach mal, bis das der Raycraft auf der 1.3.2 ist. Jetzt bin ich auch noch immer auf der 1.2.5. Das hat mich nämlich genervt, da ich nicht aufnehmen konnte. Und ja, ich wollte noch auf den Dustlecraft warten. Der ist aber bis jetzt noch nicht draußen. Also, ich hatte das irgendwann mal gesagt, aber das ist nur noch ein weiteres Update für die 1.2.5 gewesen, was die mal geupdatet haben, als die 1.3.2 schon draußen war, weshalb ich mich dann davon habe irritieren lassen. Auf jeden Fall, der Raycraft ist schon auf der nächsten Version. Deshalb sind wahrscheinlich auch schon einige Infos, die ich jetzt noch gebe, wieder falsch. Was mich allerdings jetzt nicht stört, weil ich noch für die 1.2.5 arbeite. Und gut, soweit die Informationen vorweg. Jetzt mache ich mal weiter mit den Loadern. Und zwar ist das der Advanced Item Loader. Mein vorheriges Video hat sich ja mit den Item Loadern und Unloadern befasst. So, wo ist der Vorteil? Erstmal, so wird er gecraftet. Stahl, Redstone, Stahl. Redstone, Item Loader, Redstone. Stahl, Enderperle, Stahl. Gibt einen Advanced Item Loader. Was bringt mir das dafür, jetzt 4 Stahl, ein Enderauge, 3 Redstone und ein Item Loader auszugeben? Ganz einfach. Man kann es von überall ein- bzw. ausladen. Also hier bei diesen normalen Loadern war das ja so, von unten wird ausgeladen, von oben wird eingeladen. Und hier kann man halt von überall alles machen. Das heißt, es ist hier egal, von wo man kommt. Ist vielleicht ganz praktisch in einigen Situationen, aber naja. So. Als nächstes kommt der Liquid Loader. 6 Glas, ein Spender, ein Tankdetektor. Man muss darauf achten, dass das wirklich so rum ist und man muss dann auch noch gucken, was da steht in dem Feld, was rauskommt. Hier sieht man ja so ein Inventar, also Rechtsklick einfach. Hier kann man halt einfüllen, was man will. Alle Buildcraft und Raycraft und was weiß ich was, Flüssigkeiten passen hier rein. Einfach hier befüllen, kann man auch per Rohr, wenn man Buildcraft drauf hat. Dann kann man hier filtern. Ja, und dann kann man das halt befüllen. Der lässt dann so lange ein Rohr rausfahren, glaube ich, bis dass man dann im Card ist oder am Card. Ja, und dann befüllt er das halt. Und dann gibt er halt ein Redstone-Signal. Das ist hier das gleiche. Hier kann man halt noch einstellen, ob es leer oder nicht. Also ob der einfach nur drüber fahren soll und das mal ausgepumpt werden soll, kurz oder nicht. Hier ist es halt so, Detektor, Tank nach oben, Spender nach unten. Man muss dann echt lesen, was wo ist. Das kann nämlich auch sein, dass ich das hier vielleicht falsch gemacht habe. Glaube ich eher nicht. Ich habe ja nachguckt, aber kann auch sein. Hier ist der Unterschied einfach. Da gibt es keinen Unterschied. Die sehen exakt gleich aus. Nein, sehen sie nicht. Nicht ganz exakt, aber sie sehen sich sehr ähnlich. Naja, also muss man echt schon gucken, was man wohin baut. Und hier muss man auch wieder darauf achten, dass das Liquid, also dass man von oben befüllt und von unten entfüllt, also entleert, meine Entschuldigung, entleert und befüllt. Ne? Ja, das war der Liquid Unloader. Nochmal das Crafting-Rezept, wer es will. Wer nicht, der kann jetzt einfach weitergucken. Und zwar zum Energy Loader. Energy hat jetzt was mit Industrial Craft zu tun. Deshalb konnte ich auch dieses Video nicht machen, als ich noch kein Industrial Craft drauf hatte. Also als es noch nicht geupdatet wurde. Das ist ja noch nicht geupdatet, aber ja, auf jeden Fall, ein Energy Loader sieht halt so aus. Vom GUI her. Erstmal das Crafting-Rezept. Man braucht 6 Batterien. Dazu einen Spender, einen Maschinenblock, einen Detektor Energy. Detektoren habe ich im Video davor, war der erste Teil von diesem Video. Davor das Video habe ich die Cards gemacht. Ich meine im vierten Video, viertes Video. So, dann kann man halt hier Hold Empty einstellen oder Top Off. Top Off ist halt, dass die Energie nur von oben kommen soll. Also wenn man jetzt hier drumherum Kabel hat, dann soll die Energie halt nur von oben eingesammelt werden. Dann Hold Empty heißt halt, halte, bis dass das Card entweder voll ist oder bis dass dieser Energy Loader leer ist. Das heißt Hold Empty. Dann gibt es hier eine Anzeige, wie viel hier drin ist. Man kann hier 100.000 Energie speichern, direkt. Man kann das hier auch upgraden. Hier mit
2 Goldkabeln, Lapatron Crystal, Electric Circuit, 5 Glas, gibt es so ein Lapatron Loader Upgrade. Das kann man hier reintun, dann kann man das aufrüsten sozusagen und man kann jedes Mal 1 Million Energie mehr speichern. Ich weiß jetzt nicht, ob das so bringt, aber okay. Ja, das ist einfach nur das Gegenstück dazu, der Energy Unloader. Man sieht halt hier, das Rezept ist wieder fast gleich. Der Unterschied ist wieder nur, dass man Spender und Energy, also den Detektor, wieder vertauscht. Dann, die sehen sich auch von außen sehr ähnlich aus, nur dass hier halt so eine kleine Mulde ist. Und hier so ein kleiner Hügel. Der Hügel ist halt immer der Befüller und die Mulde immer der Entleerer. Ja, so sieht das GUI aus. Wait till empty heißt halt, also gib kein Redstone-Signal aus, bis das entweder das Card leer ist oder das Card leer ist. Also hier gibt es keine Begrenzung nach oben. Also wait till empty ist halt, warte bis das Card leer ist. Das Card wartet auch so lange auf der, normalerweise macht man das dann mit einer Boarding Track. Das wartet dann so lange wirklich, bis das es leer ist. Das heißt, selbst wenn da nur noch 100 Energie drin ist und das geht einfach nicht raus, das Card wartet. Wartet. Dieser, der wird nur befüllt. Hier gibt es keine Grenzen nach oben. Wenn der voll ist, dann geht das Card weg. Sondern das wartet einfach. So, hier kann man auch wieder aufrüsten. Naja, also ich finde das ganz toll. Vor allen Dingen, weil man ja normalerweise die Energie auch schon mal was weiter weg braucht. Vor allen Dingen, wenn man jetzt in der Mine ist oder so, dann kann es ja schon mal sein, dass man sogar ein Lab-Pack leer kriegt, wenn man es echt drauf anlegt. Oder wenn man den Forestry-Mod installiert hat und man so ein Miner-Backpack hat, wo man dann halt noch viel mehr Inventarplatz hat, dass einem das Lab-Pack leer wird, leer geht, da hat man dann echt schon ein Problem. Und dann kann man das zum Beispiel da dann eine kleinere Ladestation mit einem, hier mit so einer, mit so einem Entlader, weil man kann ja hier auch einfach dann Sachen reintun, die sich dann aufladen. Ich mache einfach mal ein kurzes Beispiel. Tut mir leid, dass ich das nicht mit eingeplant hatte, dass ich hier ein Beispiel gebe, aber ich will ja nicht, dass ihr sagt, ich hätte es nicht gezeigt. Sagen wir, wir haben hier ein Backpack und wir laden den einfach mal auf. Wo ist jetzt dieses Drecks Lab-Pack? Ich finde es nicht. Ich mache einfach mal ein Backpack voll. So, wir packen hier von unten die Energie rein. Sieht, das geht. Und wir lassen es von oben wieder rausfließen. So, man sieht jetzt natürlich nicht so direkt was, weil das ja jetzt so. Und jetzt sieht man, die Energie geht auch wieder raus. Das heißt, man kann das da drin umladen sozusagen. Man kann das natürlich jetzt auch hier den per Card B laden und hier den per Card entladen. Also den, der wird echt entladen sozusagen. Der B-Lader wird entladen und der Entlader wird B-Laden. Ist ja fast klar. Ja, dann, das heißt, man kann hier Energie von mir aus per Badpack oder per Labpack reintun. Das ist zwar ein bisschen umständlich, aber das könnte man. Und das lässt man dann per Card zum anderen hinfahren. Ja, könnte man theoretisch tun. Ja. Was dabei aber noch zu beachten ist, hier diese drei Schlitze, das ist von, ich glaube von England, ist das diese normale Steckdose. Das ist jetzt nur so eine kleine Nebeninfo, aber die muss halt dahin zeigen, wo das Card ist. Das ist so eine Art Advanced Loader, Unloader, weil den kann man auch wieder von der Seite B und entladen lassen. Ne? Gut, jetzt habe ich wieder einen Teil gemacht. Ihr seht, das hat jetzt knapp 10 Minuten gedauert mit dem anderen Video zusammen, was auch nochmal 10 Minuten gedauert hat, 20 Minuten, deshalb ging es einfach nicht in ein Video. Deshalb habe ich es unterteilt. Ich sag dann einfach mal bis zum nächsten Mal, ne? Und craftet schön weiter. Tschüss!